Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Didi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch in Zelda Breath of the Wild, wie ihr ganz, ganz viele Pfeile bekommen könnt. Einmal Bombenpfeile und einmal Holzpfeile. Dann legen wir jetzt auch schon direkt los. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachmachen. Wir sammeln uns jetzt zuerst Bombenpfeile ein. Dafür müsst ihr auf die innere Ackerle-Ebene kommen. Die findet ihr in der Nähe vom Totenkopfteich, genau da oben auf der Karte. Wenn es bei euch nicht regnen sollte, dann macht euch ein Lagerfeuer und schlaft so lange, bis es regnet, denn das ist ganz wichtig für diesen Trick. Wenn ihr eine Tageszeit gefunden habt, bei der es endlich regnet, dann könnt ihr loslegen. Wir haben jetzt 50 Bombenpfeile, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen, damit ihr da Bescheid wisst. Und jetzt macht ihr folgendes, lauft zu diesem Baum und schießt den Gegner da hinten runter. Der muss weg da oben, das ist ganz wichtig, der muss da runterfliegen. Und jetzt müsst ihr nur die ganze Zeit hier hin und her rennen und euch die Bombenpfeile einsammeln. Sobald keine Bombenpfeile mehr auftauchen, speichert ihr ab und ladet das Spiel einfach einmal neu. Und jetzt macht ihr nochmal genau das Gleiche. Wichtig ist natürlich, dass es regnet und dass der Gegner da oben wieder runterfällt. Das sind die zwei Sachen, die ihr beachten müsst. Das ist ganz wichtig. Und dann könnt ihr loslegen. Wenn es aufhört zu regnen, dann ist klar, was ihr machen müsst. Dann müsst ihr euch ein neues Lagerfeuer machen und so lange warten, bis es wieder regnet. Und wir haben jetzt 82 Pfeile, also 32 Pfeile eingesammelt in der kurzen Zeit. Das ist auf jeden Fall schon richtig cool und das könnt ihr so oft machen, wie ihr möchtet. Und jetzt werden wir uns eine Menge Holzpfeile einsammeln und zwar genau hier an dieser Stelle. Denn dort findet ihr 6 Bockblins auf Pferden und das ist richtig cool. Wir haben jetzt 870 Pfeile, nur dass ihr das mal sehen könnt. Und von hier oben aus segelt ihr jetzt genau über die drüber, dreht die Kamera auf euren Kopf und lasst euch über den einfach fallen. Pfeift 1-2 Mal, damit ihr euch auch wirklich beachten und dann könnt ihr die ganze Zeit Holzpfeile einsammeln. Das macht ihr wieder so lange, bis alle Pfeile zerplatzen. Dann speichert ihr einmal ab und ladet nochmal neu. Sobald ihr wieder im Spiel seid, dreht ihr die Kamera auf euren Kopf und pfeift einmal. Und jetzt kann es weitergehen. 2 Mal habe ich das jetzt gemacht. Wir haben jetzt 917 Pfeile, also richtig extrem. Da haben wir jetzt 47 Pfeile bekommen. Und wie gesagt, ihr könnt das hier jetzt so lange machen, bis ihr 999 Pfeile habt. Wenn euch das mit den Bockblins zu lange dauert oder das euch zu gefährlich ist, dann segelt mal genau zu dieser kleinen Insel. Denn da gibt es noch einen weiteren Trick. Ihr findet hier im Wasser eine Truhe, die könnt ihr rausholen und da sind 10 Holzpfeile drin. Wenn ihr die Truhe geöffnet habt und euch die Pfeile eingepackt habt, dann speichert einfach einmal ab und ladet das Spiel nochmal neu. Und jetzt könnt ihr euch direkt im Anschluss noch einmal die Truhe rausholen, wieder 10 Pfeile einpacken und das Ganze noch einmal machen. Und diesen Trick könnt ihr auch die ganze Zeit anwenden. Also immer wieder speichern, neu laden und die Kiste taucht jedes Mal wieder auf. Und das waren die Stellen, die ich euch zeigen wollte. Wendet diese Tricks so schnell es geht an, bevor Nintendo wieder ein Update rausbringt und diese Tricks nicht mehr funktionieren. Also hockt euch an die Konsole und sammelt euch 999 Holzpfeile und 999 Bombenpfeile ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt einen Daumen da lassen und mal meine Patreon-Seite abchecken. Da könnt ihr mich ein bisschen finanziell unterstützen. Das wäre eine coole Sache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst euch gut gehen, macht's gut und tschüss.